Und mit dieser schönen Einleitung darf ich euch herzlich willkommen heißen zum Review von Set Nummer, jetzt muss ich gerade selbst nachschauen, 75036, den Utah Power Troopers. Dieses Video wird ein sehr kurzes Review, weil wir haben ja vor kurzem das Review zu dem wunderschönen, oh mein Gott, aus dem Bild, dem wunderschönen ATTI, oh Gott, so viele AT-Dingsbums in der Sammlung, furchtbar, gehabt. Und heute kommt das dazu passend im Prinzip das einzigste jemals erschienene Battle Pack, was man noch zum Auffüllen nutzen könnte, weil es eben auch aus dem Filmbereich stammt. Und das wäre dann dieses Set aus dem Jahre 2014 mit dem wunderschönen Namen Utah Power Troopers oder wie ich es gerne nenne, 212. Battle Pack Old mit den wunderschönen Stud Shooters. Bevor wir uns aber mit dem Set an sich befassen, ein kurzer Blick zur Anleitung. Keine Sorge, Box habe ich nicht, also hier kommt nur ein Review aktuell dazu. Das ist dieses schöne 2014er Anleitungs-Logo-Art-Dingsbums mit der wunderschönen Hinterseite Win und euch schreit hier so ein Junge an. Ach ja, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, das waren noch gute Zeiten, außer die Stud-Shooter. Aber ansonsten waren das richtig schöne Zeiten gewesen. Ja, die Anleitung ganz standardmäßig, kein Klon, der euch sagt, wo ihr gerade in welchem Bauabschnitt seid. Und dann nochmal hinten lego.com/Star Wars Werbung für, wie es aussieht, die Yoda Chronicles. Aber keine Übersicht über die Sets, die damals mit dabei waren. Schade. Ist eine relativ kleine Anleitung, kompakt in der Box mit dabei gewesen. Legen wir aber erstmal beiseite. Kommen wir nämlich jetzt zum eigentlichen Set. Wir haben enthalten zwei 212. Standard Trooper und zwei 212. Airborne Trooper. Und dann noch als Gegenpart diesen Droiden, den ich, also diese riesigen Droiden, die sich immer drehen und dann piu, 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 piu halt machen das. Die gibt es in Star Wars The Clone Wars und in Star Wars Episode 3 sind die auch, glaube ich, mal kurz zu sehen mit Ki-Adi-Mundi bei der Order 66, aber ich glaube, ansonsten hatten die nicht wirklich viele Auftritte. Auf jeden Fall schön, dass die den mit dabei gepackt haben, weil das ist so bisher auch unser einziges Lego-Exemplar von diesem Droiden-Gegenpart. Aber ganz ehrlich, das eigentliche, warum man sich das gekauft hat damals, sind natürlich dann diese 212. Clone Trooper. Das wäre dann hier zum Beispiel der normale, wunderschön. Also ich muss sagen, vom Design her mag ich die hier mehr als die, die in dem ATTI mit dabei gewesen sind. Und zwar haben die mir hier einfach viel mehr Farbe. Zum Beispiel die Arme sind ja orange bedruckt. Das sind die aus dem ATTI nicht. Gute Rückenbedruckung, klar, hat jetzt das Standard Angry Clone Face, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer spielt denn bitte schön mit Klonen ohne Helm? Also das ist, der Helm ist ja das, dieses Cool am Klon. Den lässt man natürlich beim Spielen auf, ja. Und dann das Desaster vom Set. Stud Shooter. Ja, es ist eine andere Zeit damals gewesen. Damals gab es noch diese ekelhaften Stud Shooter und ich habe mich immer so geärgert, dass ich keine Ersatzwaffen hatte, um diese Stud Shooter zu replacen. Das hat mich immer sowas von abgefuckt, dass ich keine normalen Waffen dabei hatte und immer nur diese ekelhaften Stud Shooter. Genauso wie bei diesen Airborne Trooper, die ich übrigens beigemerkt nicht leiden kann, weil ich mag das Design von Airborne Trooper absolut nicht. Da hätte es auch gereicht, wenn die mir zwei weitere von denen hier mit eingepackt hätten. Aber nur gut für die Abwechslung und damit es mehr Leute kaufen für die hier. Stud Shooter kennen wir, brauchen wir nicht weg damit. Auf jeden Fall ein nettes Torso-Design, was mir ganz gut auffällt, dass hier der linke Arm orange ist und der rechte weiß. Da haben die sich Mühe gegeben, in Anführungszeichen. Ein bisschen Detailarbeit mit reinzubringen. Dann dieser Gurt, der diese Platte hier oben hält, was auch immer die großartig macht an der Panzerung. Ganz nett finde ich hier beim Detailgrad, dass die den Gürtel so richtig fein orange mitbedruckt haben. Standard Angry Clone Face unter diesem Airborne Trooper Helm. Und eine Besonderheit an der Figur, da haben die sich noch ein bisschen Mühe gegeben mit dem Beibringsel, mit der Beilage der Figuren. Ihr habt hier diese, ja, Holster will ich es mal nennen, aber auf jeden Fall diese Hartstoffteile, die ihr hier so um die Hüfte mit dran macht. Das haben die ja jetzt bei dem Snowtrooper Battle Pack zum Beispiel. Die Snowtrooper müssten das ja auch haben, aber da haben die das schön weggespart. Wäre ja zu teuer gewesen, jedem Snowtrooper so ein Stoffzeug hier noch mit dran zu machen. Müsste höhere Preise verlangen, aber weniger Teile und weniger Zubehör für die Figuren. So kennt man Lego. Gut, von den Klonen weg kommen wir zum Gegenpart, der hat dann Flickfire Missiles, keine Stud Shooter komischerweise. Also warum macht ihr hier Flickfire Missiles hin, Lego? Bitte? Wir wollen Stud Shooter. So, ja, standardmäßig erkennt, da könnt ihr die Dinger rausflippen lassen und alle Klone um euch herum abballern. So sollte das natürlich nicht sein, das ist der Vorführeffekt. Die Kanonen werden halt hier, oder Kanonen in Anführungszeichen, die werden halt nur von den zwei Studs gehalten und dann... Gut, ich treffe heute nicht. Tada, die Rakete hat ihr Ziel erreicht.
Ukraine incoming. Sind auch ganz einfach wieder zu reloaden. Einfach dann zack, die Flickfire müssen halt so reinstecken. So, die Farbe ist an sich in diesem Beige-Sandton gehalten. Sind auch keine dummen Farben verbaut, also nirgends. Noch nicht mal hier drin. Hier, das ich wette, heutzutage würden die das Set rausbringen, wäre das hier schön knallblau. Aber hier haben sie noch braun gehalten, dieses Gehirn vom Druiden. Und ich bin ganz ehrlich, mich hätte es auch nicht gestört, wenn die das in grau-blau, in grau-dunkelblau gemacht hätten. Dann wäre das so eine kleine Referenz an Star Wars The Clone Wars. Und ja, an sich, ihr könnt halt die Beine alle drei bewegen. Hier jeweils das eine Gelenk oben, dann das andere Gelenk unten. Und dann nochmal diesen Greiffuß, Standfuß hier, den sie mit diesen 2x2 Clip-Teilen dort angebracht haben. 2x1 Clip-Teil, entschuldigt. Und ja, dann könnt ihr den Druiden halt in verschiedene Posen hinstellen, so dass er auch ein bisschen runterfeuern kann. Und dann, okay, das sollte jetzt eigentlich nicht machen. Er sollte jetzt die Rakete schießen. Stattdessen hat er den umgetreten. Gut, können wir natürlich auch machen. So, Klone bekämpfen. So, der schießt hier mit einem Stud-Shooter auf den Druiden. Bam, boah, ist sogar getroffen. Ist ja unglaublich. So, dann steht er hier, denkt sich nichts Böses mit seinem wundervollen Stud-Shooter. Dann auf einmal macht der Druide, bam, so voll eins reingewirkt. Alter. So kennt man die Druiden. Bloß nicht schießen, einfach nur drauf zulaufen. Ja, so viel auf jeden Fall zu diesem Set. Es ist ein sehr kurzes Review gewesen, aber ich meine, mehr kann man dazu auch nicht wirklich erzählen. Also die wesentlichen Teile sind angesprochen worden. Ich möchte euch jetzt nochmal zum Schluss verdeutlichen, warum man sich das Set damals gekauft hat. Deswegen. Wegen diesen zwei wunderschönen 212. Klontrooper. Es gab ja ein paar Jahre davor oder vor nicht allzu langer Zeit auch 212. Allerdings aus der Clone Wars Version. Da sahen die nochmal ein bisschen anders aus. Die waren aus einem dieser Umbara Sets mit dabei gewesen. Was ja auf Star Wars Episode, Star Wars The Clone Wars Staffel 5, glaube ich, basiert. Und das hier ist quasi die filmische Version dann. Nur halt in keinem groß angelegten Set, sondern als kleines Battle Pack. Meines Erachtens nach, dieses Set braucht ein Re-Release, am besten die Airborne Trooper weg, 212. mit reinklatschen. Von mir aus auch 5 Euro drauf, ich würde es kaufen. Und dann könnte man das zu seinem AT-TE dort mit dazu packen, die Figuren. Und ja, wenn wir schon gerade dabei sind, es soll ja nächstes Jahr, da gibt es schon einige Rumors, 2023, dass da ja ein Battle Pack rauskommt für 500 Erste. Leider nicht für 212. Aber vielleicht gibt es ja im übernächsten Jahr eine Überraschung oder in der Winterwelle nächstes Jahr. Wer weiß. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wird auf jeden Fall auch viel kosten, und wo wir schon gerade bei Kosten sprechen, die Preise für die Figuren hier sind tatsächlich recht gestiegen, seitdem der Panzer draußen ist, der neue AT-TE, heilige Scheiße, ist ja furchtbar. Und zwar zahlt ihr für jede Figur, die ihr sehen könnt, gut im Durchschnitt zwischen, ja, 10, 14 Euro, was ich im Internet gefunden habe. Auf Bricklink müsste der Durchschnittspreis, glaube ich, auch so bei 13 Euro liegen ungefähr. Und wenn ihr das Set original verpackt haben möchtet, dann liegen wir schon bei gut 70 Mäuse bis circa 120 Kohlen ungefähr. So viel müsst ihr für das Set original verpackt bezahlen. Ich wette, nicht original verpackt bekommt ihr das bestimmt so für auch 40 Euro, wenn die Figur im guten Zustand ist, wenn nicht sogar für 25. Also schaut auf eBay Kleinanzeigen auf jeden Fall immer nach, wenn ihr das Set tatsächlich haben möchtet. Und ja, dann war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein sehr kurzes Review. Aber muss es ja auch geben. Ich meine, es ist Lego Star Wars, deswegen mache ich ein Video drüber. Punkt. So viel dazu. Und dann würde ich sagen, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr das Set habt, euch holen möchtet, etc. pp. Wie ihr das haltet, schreibt mir einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.